Dann mache ich mal mein erstes ganz eigenes Schwangerschaftsupdate. Ich bin heute 5 plus 0, also in die sechste Woche gerutscht und ich habe es vor einer Woche gemerkt, genau bei 4 plus 0, dass ich schwanger bin. Und ich habe es mir vorher schon gedacht. Wissen ist halt immer so eine Sache, weil wissen kann ich es ja erst, wenn ich einen Test gemacht habe, aber ich habe es geahnt. Und ich wollte euch heute von meinen Anzeichen, bevor ich den Test gemacht habe, erzählen und wie die erste Woche jetzt so war mit dem Wissen, dass ich schwanger bin und was ich alles so für Anzeichen hatte. Als erstes zeige ich euch die Tests, die ich gemacht habe. Das ist eine ganze Reihe. Das liegt daran, weil bei 4 plus 0 war der Streifen echt noch dezent. Ich habe die auch beschriftet, also oben seht ihr es. Der erste ist von 4 plus 0, da ist nur ein ganz leichter Streifen. Und ich habe mich mega gefreut. Das sind die... Ich habe einfach die günstigsten Tests, die ich finden konnte. Ich glaube, 38 Cent kostet davon einer. Ich habe die von Amazon bestellt. Ja, man kann natürlich auch teurere nehmen, aber die hier haben alle positiv angezeigt. Ich hatte nicht einen, der falsch angezeigt hat. Ganz oben seht ihr den, der ist von 4 plus 0. Also direkt der erste, den ich gemacht habe. Und da ist ein ganz kleiner Mini-Strich zu sehen und dann habe ich am Anfang jeden Tag einen gemacht und ihr seht, der wird bis nach unten immer stärker. Heute 5 plus 0 habe ich den letzten gemacht und als sehr frisch war der Test, da war die Testlinie stärker als die Kontrolllinie. Also es ist wirklich ein starker Anstieg vom HCG-Spiegel zu erkennen, was mich mega freut. Natürlich hibbel ich auch noch total der 12. Woche entgegen, weil man ja sagt, dass dann halt sicherer ist, dass nichts mehr passiert. Natürlich, wenn man halt nicht verhütet, dann rechnet man immer damit, schwanger zu werden. Also waren meine Ohren gespitzt, aber da wir so viele Jahre den Kinderwunsch geplant hatten und nichts passiert ist, dann lässt das so ein bisschen nach. Also dann hibbelt man nicht mehr jeden Monat mit, aber dennoch, wenn die Periode ausbleibt, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat, so wie ich, dann denkt man sofort, oh mein Gott, du bist schwanger. Und ich habe direkt auf meine App geschaut. Ich habe nämlich hier die Fitbit-App und die zeigt hinterher den Puls auf. Und tatsächlich ist er wieder hochgegangen. Das ist nämlich bei mir in der Schwangerschaft so, dass wenn ich schwanger bin, dass der Puls hochgeht. Ich glaube, das ist normal. Ich weiß es nicht. Also ob das alle Schwangeren haben. Ich hatte es jedenfalls. Und deswegen war ich mir schon relativ sicher, dass das wieder so ist. Also dass ich wieder schwanger bin. Und ich war oder bin immer noch vergesslicher und verbimmelter als sonst sowieso. Also ich habe mir zum Beispiel anstatt Haarspray habe ich mir Raumspray in die Haare gesprüht und ich vergesse noch mehr Sachen, als ich sowieso schon vergesse. Das ja, artet richtig aus hier. Und ich habe sofort an Schwangerschaftsdemenz gedacht und als ich dann positiv getestet habe, dann wusste ich auch, aha, ja, okay, macht alles Sinn. Und das waren erst so die kleinsten Anzeichen, die ich gemerkt habe, bevor ich getestet habe. Also ich hatte keine Übelkeit vor dem Test, ich hatte keine Brustspannung, überhaupt gar nichts. Ich hatte sogar noch ein Ziehen im Unterleib und hatte noch gedacht, das habe ich auch in einem Vlog erzählt, dass ich glaube, ich kriege meine Periode, aber das war es dann doch nicht. Ja, die fünfte Schwangerschaftswoche, ja, ich war überglücklich. Ich hatte einige Anzeichen, es war weiterhin mein Puls hoch und die Vergesslichkeit ist immer noch da, die Schwangerschaftsdemenz. Und jetzt kommt auch die Übelkeit hinzu. Ich muss Gott sei Dank nicht brechen. Es ist auch so gar nicht, dass ich sagen kann, das ist immer morgens oder immer abends. Das ist immer mal so über den Tag verteilt. Meistens ist es, wenn ich extrem Hunger habe, wenn ich dann esse und sobald ich satt bin, kommt es wieder. Dann ist es wieder ganz stark. Also man muss immer so, oder ich muss immer so einen Mittelweg finden mit dem Essen. Also nie ganz aushungern, aber auch nicht zu viel essen, weil sonst kommt es auch wieder. Immer so durchgehend so ein bisschen essen, wie so eine Raupe. Und ja, jetzt habe ich auch seit gestern, also seit 4 plus 6, habe ich wieder diese periodenähnlichen, nicht Schmerzen, Schmerzen sind das nicht, halt so ein Ziehen, als ob ich meine Periode bekomme. Und ja, das soll ja halt diese Mutterbänder sein, die sich dann dehnen und die Gebärmutter festhalten und überhaupt die Gebärmutter, die sich da jetzt dehnt und vorbereitet auf das, was da jetzt alles kommt. Dann bin ich so Mitte der fünften Woche bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, meine Brüste sind explodiert. das ist halt bei mir, die sind extrem klein
Und jetzt sind die halt für meine Verhältnisse sehr groß. Das war halt so ein Ding, was über Nacht passiert ist, aber die sind immer noch nicht empfindlich oder so. Das ist alles noch total normal. Und da ich sowieso immer sehr niedrigen Blutdruck habe, unabhängig von der Schwangerschaft, jetzt ist er noch niedriger. Und ich habe halt ab und zu mit Schwindel zu kämpfen. Das kenne ich halt sowieso schon, wenn der Blutdruck mal im Keller ist. Aber ich lege mich dann einfach hin und lege die Füße hoch, soweit es geht. Und dann wird das auch wieder. Das waren soweit die Anzeichen, die ich körperlich verspüre. Jetzt kommen wir dazu, wie ich mich fühle, dadurch, dass ich jetzt wieder schwanger bin. Also erst war das total ein Schock, kann man nicht mehr sagen, dadurch, dass ich ja erst vor 3 Monaten schwanger war und da waren wir wirklich erst geschockt und jetzt war es halt so, oh mein Gott, du bist schon wieder schwanger, das hat so schnell geklappt, obwohl du ja, also ich hatte ja jahrelang probiert mit meinem Mann, aber es hat halt nicht geklappt und dann hat es Anfang des Jahres geklappt und leider hatten wir eine Fehlgeburt oder einen natürlichen Abgang. Und ich hatte nie damit gerechnet, dass ich das jetzt nochmal erleben darf, schwanger zu sein. Und ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich viel mehr Angst habe, jetzt so direkt nach diesem kurzen Abstand nur, dass ich direkt Angst habe, dass ich das jetzt wieder verliere. Aber das ist, ehrlich gesagt, hält sich das wirklich in Grenzen? Fieber so ein bisschen dem Tag entgegen, wo es letzte Mal anfing mit der Blutung. Und wenn dieser Tag überstanden ist, dann freue ich mich natürlich umso mehr, weil dann halt diese für mich Grenze überschritten ist. Und dann denke ich mir so, ja, das ist das größte Risiko bis dahin ist jetzt überstanden. Aber ja, es geht eigentlich, es fühlt sich alles wirklich gut an. Also diese positiven HCG-Werte, die so nach oben gehen, die stimmen mich wirklich fröhlich. Und ich genieße das total. Also auch wenn mir übel ist oder so, ich liebe es einfach, schwanger zu sein. Und ich bin so unendlich dankbar, dass ich das nochmal erleben darf. Und ich freue mich so sehr. Ich könnte die ganze Welt umarmen und ich erzähle das auch jedem. Ich weiß, manche warten bis zum 3. Monat oder bis zur 12. Woche. Ich kann es einfach nicht für mich behalten. Ich bin so happy und ich freue mich einfach, wenn wir im Januar unser Würmchen in den Arm halten dürfen. Und ja, das kann ich einfach nicht für mich behalten. Ich habe es auch, oder wir haben es auch sofort Calvino erzählt, noch am selben Tag, als ich positiv testen durfte. Und ja, er ist halt der große Bruder, der wird jetzt 10 und seine Reaktion war, ja, dann habt ihr also gemacht. Und ja, der freut sich auch. Und auch wenn wir noch ganz am Anfang sind, der streichelt den Bauch und sagt so, na, du kleines Geschwisterchen und so. Und das, ja, freut mich auch total. Ist halt sein erstes Geschwisterchen. Er ist ja bis jetzt Einzelkind. Und das ist auch irgendwie so eine besondere Situation. Und dadurch, dass er auch so groß ist schon, das sind ja quasi 2 Einzelkinder. Aber ja, ich glaube, das wird richtig toll. Der wird ein richtig toller, großer Bruder und ich freue mich auch für ihn, dass er das erleben darf. Also Geschwister sind ja auch was Schönes, wenn man die haben darf. Und er kann das ja dann auch so richtig live miterleben. Also wenn er jetzt selber noch 2 wäre oder 3, dann ist er halt selber noch ein Kind. Aber jetzt ist er schon so groß und lebt das richtig mit. Der möchte auch mal mit zum Frauenarzt kommen, wenn wir einen Ultraschall machen, also wenn die das halt dann vom Bauch von oben machen und so, möchte er sich das angucken und Herzton anhören, das kann man ja alles machen und da können ja die Kinder auch mit, jetzt nicht zu Corona-Zeiten, aber es hoffentlich kommen ja auch bald wieder normale Zeiten. Meinen ersten Vorsorgetermin beim Frauenarzt habe ich Ende Juni, dann bin ich in der 11. oder 12. Woche. Ich habe bewusst so einen späten Termin gewählt, denn ich wollte wirklich erst noch sicherer sein, dass die Schwangerschaft weiter vorangeschritten ist. Ja, solange es mir gut geht, solange keine Blutungen sind und sowas alles, wird dem Baby auch alles gut sein und gut gehen. Von daher, ich habe auch meine Hebamme schon kontaktiert und die hat leider Urlaub Anfang Januar und Stichtag ist ja der 16. Januar. Sie hat bis zum 6. Januar Urlaub, wie viele Hebammenpraxen und ich würde sie einfach nochmal kontaktieren. Und sie hat auch gesagt, sie wird mich auf jeden Fall betreuen, Vorsorge, Nachsorge und Geburt liegt dann halt daran, wann das Kind sich auf den Weg macht. Wenn sie noch im Urlaub ist, dann ist sie halt im Urlaub und wenn sie aus dem Urlaub raus ist, dann kann sie mich auch bei der Geburt betreuen und darauf hoffe ich dann einfach. Na, jetzt für alle, die hibbeln, nochmal die Tests. Ich sehe das immer in den Facebook-Gruppen, dass da alle total hibbeln.
Ja, meine Lieben, das war mein Schwangerschaftsupdate. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Ich habe mir gedacht, ich werde das so machen, dass ich jetzt nicht zu jeder Schwangerschaftswoche ein Update mache, sondern jetzt, das ist einmal jetzt halt für die vierte oder fünfte Woche halt am Anfang mit den ersten Anzeichen einer Schwangerschaft. Aber dann würde ich das halt einmal im Monat machen und euch Ultraschallbilder zeigen und ja, wie es mit uns so geht, wie alles wächst und gedeiht und gefühlsmäßig setze ich mich hier vor die Kamera und erzähle euch das. Und ja, ansonsten gibt es natürlich hier viele Vlogs zu sehen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss!